Wunderschönen Mittwoch. Hallo, herzlich willkommen zurück. Town of Salem Ranked als Survivor. Ihr wisst, wie ich mich darüber freue. Aber es passiert nun mal. Es sind wieder einige aus den letzten Runden dabei. Zum Beispiel Bloody Mary. Ihr seht schon. Zunächst einmal wird hier der letzte Wille geschrieben. I won't reveal because everybody hates Survivor. Und ganz wichtig auch an Lemming. Oh, hi. Survivor. Nice to meet you. Schade. Nacht 1, jailed. Alle Snoops außer Mutti. Und an Lemming, falls du siehst, Toni stinkt. Ich hoffe, du verbreitest das ebenfalls. Das wäre sehr nett von dir. So, am besten Fall stirbt jetzt der Jailer durch eine Escape. Immerhin, ich musste meine Weste nicht nutzen. Schon mal ein Anfang. Starben zwei, Scarlet und Spectre. Das heißt, irgendjemand mag hier James Bond anscheinend nicht. Aber erstmal schauen wir, was Scarlet getrieben hat. Sie starb durch die Mafia. Prinzip wäre es sogar fast gut, wenn der Jailer tot wäre. Jetzt nicht mehr. Wenn das hier der Jailer gewesen wäre, wenn mich der hier durch eine SK starb, bin ich relativ gut aus dem Schneider. Ja. Die Escort ist down. Wen hat sie geroblockt? William Hobbs. Jetzt müssten wir einen SK-Kill haben. Wir haben einen SK-Kill. Bitte sei nicht Jailer. Bitte. Das wäre so blöd. Investigator. Alles cool. Also, indirekt alles cool. Aber es gibt einen SK. In Ordnung. Damit ist das Town Killing schon mal weg. Es könnte natürlich passieren, dass die Annie-Rolle auch wieder Killing ist. Und wie wir in der letzten Runde hatten, ist dann schwierig. I was Trons twice. Ja gut, das heißt, es gibt einen Transporter. Interessant auf jeden Fall zu wissen. Das macht es ein bisschen komplizierter mit dem Abschätzen, wann gehst du denn die Weste anziehen und wann nicht. Positionstechnisch stehen wir nicht so schlecht da, aber das hat eh nichts mehr zu tun. James Bailey weist darauf hin, aber ich denke mal, das weiß sie. Blackmailed, I guess. John Proctor wurde geblackmailed. Vorteil ist für mich, ich kann nicht Blackmailer sein, damit sehr unwahrscheinlich, mit sehr geringer Wahrscheinlichkeit, aber es müsste zwei geben. Nach zwei, es gibt zwei Killing-Rollen, die Mafia und den SK. Dadurch ist ein Werwolf relativ unwahrscheinlich und ich könnte eine Weste nutzen. Werde ich wohl mal machen. Use the rest. Ich glaube, ich werde sie mal tragen. Weil dadurch, dass zwei Killing-Rollen da sind, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, selbst getroffen zu werden. Die Mafia weiß ja, wenn wir davon ausgehen, die ersten drei wären Mafia. Die wissen ja, wer keine Mafia ist. Das heißt, dann ist die Wahrscheinlichkeit 2, 4, 6, 8, 10. Ja? Also 10%, dass es einen trifft. Dazu kommt noch der SK, der einen treffen kann. Ist ein bisschen schwierig, ich nutze sie mal. Und ich habe sie auch zurecht genutzt. It worked. I was attacked, but my vest saved me. Der Lookout, Bloody Mary, James Frost tries, Spectre und Program. Damit ist James Frost übrigens confirmed Transporter. Das werden wir ganz kurz mal festhalten. James Frost Transporter. Er ist damit confirmed. Dann brauchen wir es nicht mehr reinschreiben. Die anderen haben es auch erkannt.
Anything happened, we found who killed your little inside Mary. Repeat it. My vest saved me. I'm survivor. Please don't attack me again. And John still pregnant. Dude. Was los? Was ist los mit euch? Baby knows who the Blackmailer is. True story. Es gibt aber kein Medium. Zumindest mit sehr geringer Wahrscheinlichkeit gibt es ein Medium. Ärgerlich. So, jetzt ist die Frage, was passiert. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Transporter mich jetzt in einer gewissen Weise eventuell immer vorschieben wird zu jemandem. Gerade wenn er einen möglichen Jailer oder Doktor meinetwegen hat, also eine wichtige Townrolle. Und they tried it again. It worked. Keiner. Ja, ich würde immer einen Survivor-Claimer nutzen, um sich selbst irgendwie zu sichern. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht attackiert werde, noch zum zweiten Mal. Nein, sehr schön. No rest. Drei Leute tot. James Bailey, Program und James Frost. James Frost war der Transporter. Er wurde von der Mafia und vom SK gekillt. Das heißt, jemand ist in den Veteranen gerannt, wie es scheint. Und gibt's überhaupt einen Veteran? Nö. Der Transporter, das war klar. War confirmed. Jetzt ist schon der Moment, wo ich mich langsam aber sicher der Mafia zuwenden muss. Weil schon vier Townies tot sind. Hier, ja. Das heißt, der Jailer könnte gekillt haben. Der Bodyguard! Nice. Nice Bodyguard. Die Frage ist, jetzt hat er einen Vigilante gekillt? Weil es gab ja einen Mafia-Kill und einen SK-Kill. An James Frost. War es ein Vigilante? Wieso? Wenn er Vigilante ist, wieso? Muss Mafia sein, ja. Klar. Hab mich jetzt auch gewundert. Bodyguard, you did only half of your job. You should have gotten SK as well. Also, I am a random town. Gra is lying. Implying he lied about blackmail. I am a medium. Claimed Medium? Er wäre halt Random Town. Also ich meine, mir ist es relativ egal. Und der SK wäre natürlich wichtiger gewesen als die Mafia. In dem Fall. I visited John. Sagt a calm clam. A calm clam. Damit ist Qua der Lügner. Damit kann er gehängt werden. Er muss ein Lügner sein. Könnte natürlich selbst Jester sein. Ich werde abstain, etc. pp. Kennen wir schon. Weil ich immer Angst vor einem Jester habe. Ich bin ein bisschen paranoid. Are you sure? Die scheinen sich sure zu sein. What are you lying about that, you idiots? Ich lasse die einfach mal wählen. Oh, Lemmy ist da. Ist sogar nicht da. Ach, Lemmy vote. Mangle hat abstained, aber The Rails hat mit schuldig gestimmt. Das ist interessant. I'm a Mafia. And he lied. Mängel. Why?
Warum konntest du nur? Wie konntest du? Ein Konsiliere? Es gab aber keinen letzten Willen, oder? Das ist unfair. Wir nehmen mal wieder so eine Weste. Denn die Mafia könnte es ja noch versuchen wollen. Used a vest again. Ja, ich war ganz kurz irritiert wegen Mafioso, weil es hieß ja, dass der Transporter durch Mafia und durch SK starb. Problem ist, selbst wenn der Mafioso stirbt, wird er danach trotzdem noch angezeigt. Das ist das gleiche, wie wenn du als Vigilante einen gejailten Arsonisten oder so attackierst. Er wird aber in derselben Nacht exekutiert vom Jailer. Dann heißt das auch, du hättest ihn mit erschossen, obwohl das ja nicht stimmt. Nothing happened. So, und der Clum Clum ist tot. Außerdem Cotton Nether. Clum Clum was brutally murdered. Vom Jailer und von der Mafia. Hier sieht man es zum Beispiel. Theoretisch kann das ja nicht passieren. Sheriff. Sheriff. Du hast echt ein Sheriff-Claim. I hope you are Jailer. Why, Jailer? Why? So, damit haben wir den Random Town schon mal raus. Supports sind raus. Das heißt, die Annie-Rolle könnte Medium sein. The Wales claimed Sheriff. Okay, zwei Townies tot. We lost just now. Was liegt denn noch? I will found out who was jailed. Khan was jailed. Obvious. Naja, wir haben auf jeden Fall hier jetzt. Was haben wir alles down? Wir haben ein Support down, Invest down, Invest down, Support down, Protective down, Jailer down und Sheriff down. Das heißt, Random Town gibt's. Ach man, dann wählen wir ihn halt einfach. Mir ist es egal, ich habe noch Westen. Das heißt, solange die Mafia mich nicht killt im Nachhinein, ist ja alles cool. I claim dog to bloody. Bloody. Man weiß es nicht. Ist ja schon die vierte Folge. Krass, wie schnell das umgeht. That's true. Lynch! I'm a survivor. Please don't attack me. Inner votes are evil. Ich will abstain. Könnte Jester sein. Im Notfall ist es immer Jester. Weil gerade Dr. Claim nach dem Bodyguard tot ist, ist halt so eine Geschichte. Oder auch vorher schon Dr. Claim. I'm the Jester, by the way. I'll try and keep you alive if I can. Oh, das ist aber nett. Das ist nett. John Proctor. Thank you. Slash W4. Okay. Good game, Mafia. Good game. Ich nutze natürlich meine Weste. Ich hab sie ja. Da wird jetzt rausgehauen, was das Zeug will. Nacht 5. West again. I love it. Wunderschön. Wir dürfen eh nicht sterben, theoretisch. Also wenn er Jester ist, dann ist wahrscheinlich Bloody Mary hier wirklich der SK. Es gibt ja noch das Random Town. Mal schauen, was passiert. Also die Mafia mich eher attackiert, das heißt, hier musst du so oder so sterben. Ich wundere mich, dass der Jester hier dem SK jetzt helfen will und selbst nicht gelyncht werden möchte. Oh, er ist tot. Zwei Kills? Das heißt, es gibt noch Mafia. Der Vigilante gibt noch. Guck mal, ich könnte noch mit der Town gewinnen.
Theoretisch. Bloody Mary ist SK. Noch ein Sheriff? Oh, das heißt, ich kann helfen. Okay. YSK. John was going to help me. No. John. Ich helfe der Town. Why, SK? Why? Ich könnte jetzt einfach sagen, ich will gar keinen. Dann gewinnt der SK. Poor Proctor. Armer Proctor. Ich werde der Town helfen. Ja, ja, komm. Killen wir den SK. Wir sind heute mal ein bisschen gut drauf. Hätte er John Proctor nicht gekillt, wäre alles cool gewesen. Aber er hat John gekillt. William is witchy. And I'm survivor. Die ist viel zu, ich weiß nicht, verständnisvoll. Die ist so freundlich. Ja, ist aber sehr unwahrscheinlich gewesen. Also Annie ist Sheriff, Random Town ist Sheriff. Zwei investigative Rollen. Puh. Krass. Sehr, sehr spannend, muss man sagen. Krass. Am Ende habe ich gesagt, komm, ich helfe doch der Town. Ich wollte mein Zeichen setzen. Survivors sind nicht immer Assis. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und seid beim nächsten Mal dabei, wenn es weitergeht mit Town of Salem Ranked. Bis dann, schönen Tag. Ciao.